Geschenk der Freude an dich, an Sie. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen dritten Adventsabend. Und wir alle, wir freuen uns, dass Sie heute da sind, dass du heute da bist. Und wir haben dieses ganz besondere Geschenk der Freude verpackt in ein Advents-Musical, in ein Adventskonzert. Und wir möchten das an Sie weitergeben und wir möchten von der Botschaft singen, die uns erreicht hat, die uns unsere Herzen erfüllt. Und das möchten wir mit Leidenschaft heute gerne tun an diesem Abend. Und es ist schön, dass Sie da sind, dass Sie Ihre Ohren weit machen und Ihre Herzen auch. Und auch diejenigen, die am Radio zugeschaltet sind, grüße ich in dieser Form nochmal besonders. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir möchten gerne diesen Abend mit Gebet starten. Sie dürfen gerne dafür sitzen bleiben und ich bete einfach ganz kurz nochmal dazu. Danke, Vater im Himmel, dass du da bist und dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir dafür, dass dein Geschenk zu Weihnachten uns befreit. Ich danke dir dafür, dass wir Jesus Christus, der auf diese Welt kam, angenommen haben, dass wir sie annehmen dürfen, Vater, und dieses Geschenk, einfach von dem wir heute singen möchten, dass wir es weitergeben. Ich möchte dich darum bitten, einfach um Segen für diesen Abend, für das Konzert, möchte ich dich ganz herzlich bitten, dass du es segnest. Amen. Eine ganz kurze Sache noch. Das Konzert läuft etwas länger und falls der Grund für Applaus besteht oder so etwas, dann möchten wir Sie bitten, dass wir das am Ende des Konzertes machen, dass wir das zum Schluss verschieben. Das wäre ganz gut. Dankeschön.
Weihnachten. Ein Fest, das wir Menschen feiern, um uns daran zu erinnern, wie Jesus Christus als kleines Kind auf die Welt gekommen ist. Einen großen Stellenwert in unseren Weihnachtsfeiern nehmen die Lieder ein, die wir singen. Stille Nacht, freue dich Welt, herbei, o ihr Gläubigen. Und dann gibt es noch dieses hier. Komm, du lang ersehnter Jesus. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass die Lieder, die wir singen, mehr waren als nur einfache Worte. Es waren Worte von Gebeten, die das Volk Israel jahrhundertelang betete, während sie auf ihren Retter warteten. Doch nun dürfen wir jubeln, ihre Gebete wurden erhört. Christus, unser Retter, ist gekommen. Die Geschichte dazu, wie und warum er gekommen ist, werden wir euch heute erzählen. Im kleinen Dorfe namens Bethlehem, ein Kindlein lag und leuchtend hell der Himmel schien mit heiligem Licht da, wo das Kindlein war. Und oh, wie sangen die Engel in dieser Nacht, als es Himmels Freude auf die Erde fiel. Bethlehems Straßen begannen zu leuchten mit ewigem Licht, denn die Hoffnung und Ängste aller Welt im Finsternis werden einen neuen Abend erfolgen. Die Engel zu singen, heil in Gott.
Am diesjährigen Weihnachtsfest lassen wir unsere Stimmen erklingen in Anbetung und Lobpreis Christi, während wir uns daran erinnern, warum er kam. Er kam, damit die Welt es sieht, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Er kam, damit die Welt es sieht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er kam, um zu lehren, einander zu lieben. Er kam, damit die Ketten der Sünden zerreißen mögen und in seinem Namen die Unterdrückung aufhört. Er kennt unsere Nöte und unsere Schwachheiten sind ihm nicht fremd. Und weil er kam, erheben wir lobpreisend seinen heiligen Namen mit wunderbaren Liedern der Freude. Wir singen, dass die Welt es sieht. Dass sich ein jeder in seine Herkunftsstadt begeben sollte. Und so kam es,
dass auf allen Straßen und in allen Gasthäusern und Herbergen in und um Bethlehem herum ein buntes Treiben herrschte. Die meisten von uns werden diese Geschichte schon kennen. Und daher sind nun Sie, liebe Besucher, aufgefordert, diese Geschichte nun einmal selber zu erzählen. Und das wollen wir in einem Weihnachtsquiz machen. Genau, und dazu ist jeder herzlich eingeladen. Dafür braucht ihr allerdings euer Handy, was am besten Internetzugang hat. Das dürft ihr einmal hervorholen. Ihr müsstet euch auf der Seite www.karoo.it anmelden und dann den Gamepin 390-7986 eingeben. Als nächstes müsstet ihr euch dann einen Benutzernamen ausdenken, den ihr dann am besten wiedererkennen könnt, denn es gibt sogar ein paar Preise. Für den zweiten und dritten Platz gibt es einen tollen Preis, Essensgutscheinkarten wert von 2 Euro. Und der erste Preis kriegt sogar Essensgutscheinkarten im Wert von 4 Euro. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, denn das Essen unten ist wirklich sehr lecker. Und den Preis dürft ihr euch dann am Ende des Konzertes auf der rechten Seite bei einem von den Ordnern dann abholen. Ja, ich sehe schon, es melden sich wirklich viele an. Danke, dass ihr mitmacht. Ja, wichtig ist noch zu sagen, dass es nicht nur um die richtige Antwort geht, sondern es geht auch um die schnellste Antwort. Ja, ich würde sagen, wir würden gleich beginnen, aber keine Sorge an die, die sich noch nicht angemeldet haben. Ihr könnt das die ganze Zeit über tun. Der Gamepin wird die ganze Zeit angemeldet bleiben und ihr könnt noch mit einsteigen. Ja, zur ersten Frage. Warum mussten Josef und Maria nach Bethlehem? Für eine Erbschaft, für eine Inspektion des Esels, für einen neuen Arbeitsplatz oder für eine Volkssegnung? Ja, ich glaube, die meisten von euch werden diese Antwort schon kennen. Es ist für die Volkssegnung. Nächste Frage. Was diente als Bettchen für das Baby? Eine Futterkrippe, ein bequemer Strohsack, ein Ochsspringbett oder eine leere Tränke? Ja, die richtige Antwort wäre eine Futterkrippe. Welche Nachricht hatten die Engel für die Hirten? Euch sind ein paar Schafe abgehauen, eine Jungfrau wird schwanger werden, euch ist heute der Retter geboren, oder wir passen jetzt auf eure Schafe auf. Ja, die richtige Antwort wäre, euch ist heute der Retter geboren. Wem folgten die Weisen aus dem Morgenland auf der Suche nach dem neugeborenen König? Einem Navigationsgerät, einem Stern, einem Karawanführer oder einem Engelschor? Einem Stern wäre die richtige Antwort gewesen. Wie hieß der Mann, der das Jesuskind töten lassen wollte, weil er seine Macht gefährdet sah? König Herodes, Pharao Ramses II., Kaiser Augustus oder Pontius Pilatus? König Herodes wäre die richtige Antwort gewesen. Herr Wunder folgt bis jetzt am schnellsten. Was sagte Simeon, als er das Jesuskind erblickte? Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Die Nase hat er eindeutig vor der Mutter. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Ja, die richtige Antwort wäre, Herr, nun kann ich in Frieden sterben. Kommen wir jetzt mal zu einer Frage, die mal nichts mit der Weihnachts-
Weihnachtsgeschichte zu tun hat, sondern zu dem Lied. Stille Nacht. In welchem Jahr wurde die Stille Nacht komponiert? Im Jahr 7, ins Jahr 2004, 1870 oder 1818? Wäre richtig. Ja. Die meisten haben leider falsch getippt. Letzte Frage. In wie vielen Sprachen und Dialekten wurde die Stille Nacht übersetzt? In 70 Sprachen, in 320, in 93 oder in 157? In 320 wurde die Stille Nacht übersetzt. Genau, kommen wir einmal zu den Siegern der Runde. Der dritte Platz geht an Skywalkers, der zweite Platz an Amy und der erste Platz geht an ABL. Herzlichen Glückwunsch, wie auch immer das ist. Ihr dürft eure Preise dann am Ende einmal auf der rechten Seite abholen. Danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Stille Nacht. Inmitten des bunten Treibens und der Geschäftigkeit in Bethlehem kam ein heiliges Schweigen, eine heilige Nacht.
Ja, wir haben gerade davon gehört, dass Gott uns jedem, und zwar jedem persönlich, seine Liebe schenken möchte. Und das trifft auch und gerade in Lebenslagen zu, wo uns Schuld, Sorgen und Verzweiflung zu erdrücken scheinen. Neben mir steht Peter. Peter wird uns gleich ein bisschen davon berichten, wie Gottes Liebe in seinem Leben zur konkreten Realität wurde, wie sie ihm neue Hoffnung gab. Peter, dein Leben ist nicht ganz so normal verlaufen wie bei einem Durchschnittsmenschen. Wie sah dein Leben aus, bevor Jesus in dein Leben kam? Ja, tatsächlich. Es hat schon sehr früh begonnen mit meinem turbulenten Leben. Ich bin mit 5 Brüdern und 6 Schwestern aufgewachsen. Könnt ihr euch vorstellen, was bei uns los war zu Hause? Es war wirklich viel Trubel und Spannung. Wir waren viel unterwegs, viel in Natur. Ich war ein sehr, sehr freiheitsliebender Mensch. Ganz anders wie mein älterer Bruder, der eher zu Hause war. Und somit kam ich immer wieder in Konflikt mit meinen Eltern, die doch sehr streng, glaube ich, die Erziehung getan haben. Und das war sehr aufregend, viel Natur. Ich beneide nicht euch Jugendlichen heutzutage. Also mein Leben war ganz anders gelaufen. Ich hatte keine Medien zu Hause. Wir haben sehr viel Sport gemacht und am liebsten, wenn die Schule nicht wäre, würde ich von morgens bis abends Fußball spielen. Aber es war leider nicht so. Ja, es verlief eigentlich sehr gut und turbulent. Und nach einer Zeit, meine Eltern gingen in die Gemeinde, ganz normal, wie damals viele das getan haben. Aber die haben eben einen doch eher gesetzlichen Glauben gelebt. Die kamen aus Russland, haben Verfolgung gelebt und somit haben sie auch den Glauben an uns weitergegeben. Ich war auch sehr unzufrieden. Ich habe auch im Orchester gespielt und gesungen und ich musste das alles tun. Ich wollte eigentlich gar nicht. Und da irgendwann mal kam ich zu einem Punkt, wo ich mich entscheiden musste. Will ich mit Jesus leben, diesen Glauben, oder will ich mein eigenes Leben leben? Mit 17,5 Jahren habe ich dann ganz klar meine Entscheidung getroffen. Es war auch Silvester, das war jetzt auch, habe ich mich ziemlich stark besoffen und so meinen Eltern und meinen Geschwistern gezeigt in der Gemeinde, so ein Leben, wie ihr führt, will ich nicht leben. Ich will mehr Spaß, ich will Freude haben, ich will Freiheit haben, ich will einfach das Leben genießen und nicht ständig irgendwelche Dinge tun zu müssen, die mir gar nicht gepasst haben. Ja, das war bei meinem Bruder ganz anders. Er ist eigentlich immer wieder, hatte keine Fragen, keine Kritik gehabt. Ich war eher ein Rebell, der immer was anderes tun wollte, was meine Eltern wollten. Es ging dann ziemlich schnell los, also ich hatte Spaß gehabt, wir haben Partys gefeiert, Frauen, Alkohol, alles was so das Herz begehrt, also mein Herz begehrte damals. Es ging nicht lange gut mit dem Alkohol, wenn wir was gemacht haben, haben wir was exzessiv gemacht, da kam Hasch dazu und Drogen und immer härtere Drogen, bis ich eines Tages nach Heroin gegriffen habe. Ich habe es ja jahrelang geraucht und dann, wenn man das in Wehen tut, dann ist es günstiger und schneller. Und so kam ich recht schnell in die Sucht hinein. Ich wollte es lange Zeit nicht glauben, dass ich drogenabhängig bin, aber ich habe es einfach so gelebt. Ich habe versucht aufzuhören, es hat nicht geklappt. Meine Freunde haben versucht aufzuhören, es hat auch nicht geklappt. Und es war ein bestimmtes Ereignis. Ich habe dann weniger Hoffnung gehabt für mein Leben und die Hoffnung ist noch mehr gestorben. Nach einem Urlaub, ich habe mir Schmerztabletten besorgt, Schlaftabletten und alles, was man so braucht, um ihn zu entgiften. Nach diesem Spanienurlaub, 14 Tage, war einfach ein Psychoterror gewesen. Ich habe mich so körperlich entgiften können, aber psychisch war ich einfach fertig. Jeden Tag waren die Gedanken, Peter, kommst du nach Hause, dann nimmst du dir was. Ich habe vorher mir ein schweres Motorrad gekauft, habe mir gedacht, Mensch, ein Motorrad ist ein guter Ersatz für die Drogen. Aber dieser Urlaub hat mir gezeigt, keine Chance. Ich habe keine Chance, da rauszukommen. Staatliche Therapien wollte ich nicht, weil es einfach, ich habe keinen Erfolg gesehen bei meinen Freunden, bei keinem von uns hat eine staatliche Therapie geholfen. Und nach diesem Urlaub ging es auch ziemlich schnell bergab. Hatte noch ein Gerichtsurteil gehabt, knapp vorm Knast entkommen.
Und ja, nach diesem Entgiftungsurlaub habe ich gemerkt, keine Chance. Ich werde wahrscheinlich mein Leben drogenabhängig bleiben. Junken, zu Gott wollte ich nicht kommen, weil ich wusste, da, das hat mir überhaupt nicht zugesagt, den christlichen Glauben. Und so habe ich gelebt. Ich war am Ende fertig. Ich war hoffnungslos verloren. Eine schlimme Situation. Als Mensch würde ich jetzt sagen, da ist tatsächlich nichts mehr zu machen. Als Christ allerdings hätte ich einen Rat für dich, geh doch einfach zu Jesus. Ja, das haben immer wieder Leute zu mir gesagt, geh doch zu Jesus. Aber ich habe für mich einfach gesagt, nee, das will ich nicht. Und ich habe genug Enttäuschung erlebt, Christ werden wollte ich nicht. Als mein guter, ein bester Freund eigentlich zu mir dann kam eines Morgens, sagte Peter, ich habe mich bekehrt, ich will mit dem Zeug nichts mehr zu tun haben. Und ich habe immer mehr Hass aufgebaut gegenüber Christen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann sieh zu, wie du Land gewinnst, ich will mit dir nichts zu tun haben. Und dieser Freund, der kam ein halbes Jahr zu mir, in meine Gegenwart wieder, ist rückfällig geworden und hat mir von Jesus erzählt, dass er ihn freigemacht hat, dass er ihn wirklich körperlich auch freigemacht hat. Hat meine hoffnungslose Situation gesehen, wie kaputt ich war, wie ich auch gegen Gott gegangen bin und mich dagegen entschieden habe. Und dann hat er mir gesagt, komm, Peter, ich mache einen Termin beim Jugendpastor damals, den kennst du auch, fahren wir hin und werden da einfach mal darüber reden. Meine Eltern haben gebetet, meine Geschwister haben für mich gebetet und die haben eigentlich die Hoffnung aufgegeben. Es war eine ähnliche Veranstaltung wie hier, da hat mich meine Schwester eingeladen, um einfach mal eine Chance zu bekommen, aber nach dieser Veranstaltung habe ich ganz klar gesagt, keine Chance, ich will nicht. Und dann ist sie zusammengebrochen und hat gesagt, ich kann nicht mehr für dich beten, ich werde nicht mehr für dich beten, weil sie jahrelang schon für mich gebetet haben. Keine Chance. Und dieser Freund, der hat mich dann eingeladen zu dem Jugendpastor, das war der 18. März 96, schon ein paar Jahre her. Dann haben wir ihm alles mitgeteilt, was gelaufen ist und so weiter. Und dann hat er gesagt, ja Peter, du weißt, geh zu Jesus, bete zu ihm. Dann habe ich aber direkt gesagt, nee, keine Chance, ich will nicht. Ich will einfach nicht Christ werden. Das ist für mich keine Option gewesen. Und wenn du willst, kannst du beten, habe ich ihm gesagt. Und nach seinem Gebet bin ich einfach zusammengebrochen. Ich bin zusammengebrochen, ich habe geweint, ich bin fast, wie ich mich erinnern kann, besinnungslos geworden. Warum auch immer, zumindest bin ich da zusammengebrochen. Und nach diesem Zusammenbruch von Macron kam, ich bin wieder zu mir gekommen und nach diesem Zusammenbruch kam auf einmal Hoffnung in mein Leben. Wie? Von jetzt auf gleich war Hoffnung da und Gott hat zu mir gesagt, Peter, wenn du dich an mein Wort hältst, dann wirst du das kriegen, was du dein Leben lang sich gesehnt hast, nach Freiheit, nach Freude, nach Spaß im Leben. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Wenn er sowas kann, dann will ich ihm nachgehen. In diesem Moment, gerade da, was ist da passiert, als Jesus sprichwörtlich in dein Leben kam? Genau, kurze Zeit später fing das mit den Drogen wieder an. Das war nur ein, zwei Tage später. Und ich habe gemerkt, ich schaffe das nicht allein. Ich brauche Hilfe. Dann bin ich in eine Einrichtung gefahren. Das ist die Gefährnhöfe Bad Eisel, vielleicht kennt sie jemand. Dort bin ich nach vier Tagen angekommen. Und da ist es so, die Leute nehmen die Menschen in die Familie auf, leben mit denen 24 Stunden am Tag. 7 Tage die Woche eigentlich ganz durchgehend. Arbeit mit denen, Freizeit mit denen zusammen und so weiter. Und wir, da gab es einfach so geregelt, morgendliche Andacht gemeinsam. Nach der Andacht, dann haben wir einfach das Bedürfnis gehabt, nochmal Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit dem lebendigen Gott. Und dann saß ich da oder kniete, weiß ich nicht mehr so genau. Und vor allem kam, wurde mir bewusst, wie sündig ich bin, wie egoistisch ich gelebt habe, wie kaputt ich eigentlich bin. Im gleichen Moment wurde mir bewusst, was Gott von mir fordert. Und im nächsten Gedanken war, das schaffe ich gar nicht. Keine Chance, ich schaffe das nicht. Ich kannte die Bibel damals noch nicht wirklich. Aber irgendwie war es in mir ganz klar und deutlich, ich bin ein Egoist durch und durch und ich brauche seine Hilfe. Und dann fing ich an, mit ihm zu leben. Die ersten Veränderungen meines Lebens waren einfach ganz einfache, banale Dinge. Ich habe keinen Müll mehr auf den Boden geschmissen, was ich damals gemacht habe. Ich habe mich wieder angeschnallt. Und viele, viele Dinge, so ganz normale, die ein normaler Mensch für normale Menschen so ist, fing ich an, mein Leben zu verändern. Gott hat mir gesagt, nee, das geht so nicht. Und es fing dann
Ich habe dann 1,5 Jahre in der Gefängnis verbracht. Ich habe viele, viele Fragen an Gott gehabt. Wenn man wirklich es ernst meint und zu Jesus geht, dann wird er die Fragen beantworten auf seine Art und Weise. War 1,5 Jahre dort in der Gefängnis, habe meine Therapie, sage ich mal so, abgeschlossen und habe 3 Jahre Bibelschule gemacht in Brake. Und immer wieder ist die Beziehung gewachsen zu Jesus. Ich habe ihn immer wieder darum gebeten, egal, morgens, mittags, abends. Er war immer mehr in meiner Nähe. Und in die 3 Jahre Bibelschule, um wieder in die Arbeit zurückzugehen, und dann haben wir mit meiner Frau die Arbeit angefangen in der Gefährnhilfe. Und ich merkte immer mehr, wie Jesus Licht in mein Leben gebracht hat, wie Gott mein Leben verändert hat, wie gut das ist zu wissen, dass er derjenige ist, der einem etwas gibt. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, lebst du ja schon seit fast 24 Jahren mit Jesus. Was würdest du aus deiner Perspektive einem Suchenden empfehlen, der Jesus sucht? Oder jemanden, der schon lange mit Jesus lebt und wo es vielleicht langweilig geworden ist? Ja, für einen, der Gott nicht kennt, würde ich ihm raten, lest die Bibel. Das ist das lebendige Wort Gottes. Gott redet durch das Wort. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, die Bibel zu lesen, in den Medien, medial und im Wort Gottes. In der Bibel steht, wer suche, der wird finden. Und er hält sein Wort. Wir Menschen sind oft so, heutzutage gibt es ja die Google-Suchmaschine, da geht es ganz schnell. Gott ist anders. Er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Zu einem, der schon längere Zeit Christ ist, würde ich raten, auch das Gleiche, lies die Bibel. Ich habe aus Erfahrung viele Gespräche mit Menschen, sogar mit Gemeindepastoren, mit Leitern, mit Diakonen, habe ich sie ganz genau gefragt, wie sieht dein Leben mit Jesus aus? Die wenige Leute lesen Bibel, auch als Christen. Schade, da ist Leben drin, da ist wirklich Wahrheit, da ist Licht drin. Dann kann es nicht mehr langweilig bleiben, das Christsein. Da kommt Leben heraus und Veränderung, tiefgreifende Veränderung findet dann statt. Peter, vielen Dank für deine offenen, ehrlichen Worte, für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir Gottes Segen in deinem Leben, dass du noch viele Situationen mit Gott erlebst, und ich danke dir, dass du uns davon erzählt hast. Weihnachten ist eine Zeit der Einladungen. Auf allen möglichen Wegen erhalten wir sie. Per Post, SMS oder über die sozialen Netzwerke. Einladungen zum gemeinsamen Fest mit unseren Lieben. Einladungen waren schon immer Teil der Weihnachtsgeschichte. Die Engel, denen Hirten erschienen, luden sie ein, nach Bethlehem zu gehen und das Christuskind zu suchen. Eine kosmische Einladung. Als Stern am Himmel lud die Weisen ein, zu kommen und den König zu sehen. Wir hören es in den Liedern, die wir singen. Herbei, o ihr Gläubigen, kommet nach Bethlehem, lasset uns anbeten, sehet das Kindlein. Hier heute Abend spricht er uns seine Einladung aus, über das Bild des Babys in der Krippe weiter hinaus zu gehen. Er lädt uns ein, zu ihm zu kommen, hier und jetzt, so wie du bist. Jesus wartet darauf, dass du ihm eine Antwort gibst auf seine Einladung. Ihn in seiner ganzen Gnade kennenzulernen, ihn als Herrn und Retter anzunehmen. Lade ihn ein, in dein Herz zu kommen und der Herr über dein Leben zu werden. Komm jetzt, bete den König an. Thank you.
Es ist unvorstellbar, nicht wahr? Der Gott aller Schöpfung wird Teil seiner eigenen Schöpfung. Der Undefinierbare definiert sich als einer von uns. Er, der in der Ewigkeit wohnt, hat ein in die Zeit und verweilte unter uns. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er schaut von dort, wo er war, auf uns herab und sah, was aus uns werden würde ohne ihn. Und er beschloss, dass er, egal zu welchem Preis und ungeachtet des Kreuzes, kommen würde, um uns zu retten. Vor der Sünde? Ja. Und vor uns selber? Auf jeden Fall. Und nun wurde der Preis der Erlösung bezahlt. Die Fesseln der Sünden wurden zerbrochen. Die Furcht musste weichen und Hoffnung hat ihren festen Platz im Herzen der Menschen gefunden. Frieden inmitten des Chaos ist nur möglich und sein Licht erhält weiterhin die Dunkelheit. Gnade, so wunderbar, ist mein und dein, einfach nur, wenn wir darum bitten. Yeah.
Ja, wir, ich meine die, die an diesem Projekt teilnehmen, wir haben einen ganz bestimmten Auftrag. Und zwar ist es ein Auftrag, der uns nicht schwerfällt. Wir machen ihn sogar sehr gerne. Dieser Auftrag ist, euch ihnen ein Geschenk zu überreichen. Das machen wir doch gerne, oder? Jemandem ein Geschenk überreichen. Und das ist heute unsere Aufgabe. Wir überreichen euch ein Geschenk. Dieses Geschenk, ob du es weißt oder nicht, es bekommt jeder. Jeder bekommt dieses Geschenk. Wir haben mit diesem Geschenk gar nichts zu tun. Wir sind nur die Überbringer. Dieses Geschenk gepackt und verpackt hat unser Gott. Er hat dieses Geschenk gepackt und ich mache jetzt etwas, was man normalerweise nicht tut. Ich verrate euch, was drin ist. In diesem Geschenk hat Gott alles reingepackt, was er hatte. Er hat alles gegeben. Er hat seine Liebe reingetan. Er hat seine Freude reingetan, die er uns geben möchte. Er hat die Rettung mit reingetan. Wenn du das aufmachst, dann wirst du das alles da drin finden. Und wie ich schon gesagt habe, jeder von uns hat so ein Geschenk bekommen. Nun ist es so, dass wir auf unterschiedliche Art und Weise mit diesem Geschenk umgehen können. Der eine sieht vielleicht das Geschenk und denkt sich, ich brauche es nicht mehr aufmachen. Ein anderer denkt, ich mache es auf, aber der Inhalt interessiert mich rein gar nicht. Ich zum Beispiel habe das Geschenk aufgemacht und mir hat gefallen, das, was da drinne war. Und wir sind heute hier, weil wir euch an dieses Geschenk erinnern wollen. Wir wollen euch erinnern an dieses Geschenk, wenn es vielleicht noch in der Ecke liegt. Oder falls es irgendwo liegt und ihr könnt damit nichts anfangen. Wir möchten euch heute daran erinnern, wir möchten euch heute einladen, nochmal darüber nachzudenken. Der Chor hat es in den Liedern gesungen. Ich denke, wir haben alle verstanden, wie viel Gott hingegeben hat. Wie viel? Alles. Alles hat er hingegeben und ich freue mich, euch das heute mitteilen zu können. Wir freuen uns, euch das heute weitersagen zu können. Und wenn du dieses Geschenk hast und du weißt, willst nichts damit anfangen, denk bitte noch ein, zweimal mehr darüber nach. Es lohnt sich wirklich. Oh.
Der Himmel triumphiert in der Nacht, da Jesus geboren ist. Er ist der Herr und wir preisen seinen heiligen Namen. Seine Macht und Herrlichkeit verkünden wir für immer. Und unserem weisen Gott, dem einzigen, immerwährenden König, singen wir unsere Lieder voll Dank und voller Preis. Ja, verehrte Gäste, verehrte Zuhörer im Radio, es ist schön, euch zu sehen, auch mal von vorne, nicht nur den Chor. Umso mehr freue ich mich, dass ihr da seid. Ja, wir wollen gerne noch ein Lied mit euch singen und euch ein Teil werden lassen von Chor und Orchester und euch einfach die Chance zu bieten, mit uns ein Lied einzustimmen, ein ganz bekanntes Lied, ein Weihnachtslied, und zwar O du Fröhliche. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen, dass wir gemeinsam dieses Lied singen. Oh,
gemacht. Und die Glocken klingen.
Ja, verehrte Gäste, wir sind nun fast am Ende unseres Konzertes angekommen. Und ja, wir hoffen, dass Sie auch innerlich in diesen Lobgesang mit einstimmen können und dass Sie heute etwas mitnehmen durften und ja, was Sie mit nach Hause nehmen, worüber Sie noch reflektieren und nachdenken können, auch in nächster Zeit. Und an dieser Stelle möchte ich noch einige Informationen weitergeben, wie es auch nach diesem Konzert noch weitergehen kann. Also wie Sie schon gesehen haben, draußen sind Stände aufgebaut, Essensstände. Dort können Sie eine Bratwurst erwerben oder ein Chibureki, ja, russlanddeutsche Spezialität. Sollte man sich nicht entgehen lassen. Dort können Sie auch Ihre Verzehrgutscheine dann einlösen, die 2-Euro-Gutscheine. Aber ich lade Sie herzlich dazu ein, deutlich mehr zu geben als diese 2 Euro. Und zwar die ganzen Einnahmen, die wir dadurch erzielen, die werden zu 100% in Spendenprojekte fließen. Als Gemeinde wollen wir 3 Spendenprojekte unterstützen. Und Sie haben schon vor Konzertbeginn einige Bilder dazu gesehen. Zum einen ein Projekt in Moldawien. In Moldawien, eines der ärmsten Länder in Europa, wo es gerade auch in den Dörfern vielfach am nötigsten fehlt und wo ja, auch Hilfe dringend erforderlich ist. Und dort vor Ort gibt es Gemeinden. Wir haben auch einen persönlichen Kontakt dorthin. Also wir stehen mit ihnen in Beziehung. Es waren schon einige auch Mitglieder aus dieser Gemeinde dort vor Ort und haben dort auch unterstützt und geholfen. Also dass wir diesen Menschen einfach ja, an materiellen Gütern auch dort weiterhelfen wollen. Dann zum anderen ein zweites Projekt in der Ukraine, in der Ostukraine Odessa. In den armen Ghettos, dort werden Weihnachtsgeschenke verteilt an Kinder, die sonst keine Geschenke bekommen. Und auch dort vor Ort gibt es Gemeinden und auch Initiativen, die dann diese Geschenke dort diesen Kindern überreichen und ihnen damit eine Freude machen wollen. Und das ist auch oft ein erster Anknüpfungspunkt, um mit ja, ihnen ins Gespräch zu kommen, um Kontakte zu knüpfen, auch um sie zu Gottesdiensten, zu Kinderstunden auch einzuladen. Genau, also dort vor Ort haben wir auch einen persönlichen Kontakt dorthin. Also alle Projekte, da waren schon Mitglieder vor Ort auch dort. Also wir können dafür garantieren, dass auch wirklich die Spenden dort ankommen, wo sie sollen. Dann zum dritten ein Projekt in Nordthailand. Einige Jugendliche waren vor wenigen Wochen dort. Und hier geht es um ein Kinderheim. Dieses Kinderheim nimmt Kinder auf, Waisenkinder häufig, aber auch Kinder von Eltern, die ja, sie nicht mehr versorgen können oder nicht versorgen wollen. Und es gibt ihnen eine Bleibe, ein Zuhause. Und es ist auch tatsächlich die einzige Möglichkeit, wie sie auch Bildung erfahren können, wie sie eine Perspektive, eine echte Perspektive auch fürs Leben bekommen. Andererseits es ist häufig so, dass sie dann entweder auf den Reisfeldern arbeiten müssen oder auch sogar in die Prostitution verkauft werden. Leider ist auch das nicht unüblich dort. Und dieses Kinderheim bietet da eine Hilfe und ja, bietet Unterstützung. Dieses christliche Kinderheim, wie gesagt, da waren einige auch vor Ort, einige Jugendliche, und die haben dort auch praktisch unterstützt. Also da haben wir auch enge Beziehungen. Ja, für diese 3 Projekte wollen wir die Spenden auch sammeln. Und für eure Hilfe sind wir da sehr dankbar, wenn da einiges zusammenkommt. Auch unabhängig davon, ob Sie jetzt Essen damit erwerben oder nicht, können Sie gerne spenden jederzeit. So, und ja, jetzt sind wir nun fast am Ende angekommen. Wir wollen Ihnen noch ja, mit einem fröhlichen Weihnachtsmedley nach Hause schicken. Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Vorweihnachtszeit, gesegnetes Weihnachten. Machen Sie es gut und auf Wiedersehen. Thank you.
alle eine frohe Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Danke.